Hier sind wir wieder, oder ich bin wieder mit Wu Jiadu. Wir haben uns hier in die VIP reingeschmuggelt. Ich hoffe, wir werden nicht rausgeschmissen. Dudu, gerade das Doppel gewonnen. Gegen wen geht's morgen? Nee, heute Abend gleich. Gegen Li Qie und Kotikina. Oh, zwei Abwehrspielerinnen. Was rechnet ihr euch aus? Habt ihr schon mal zusammen gegen Abwehr trainiert? Momentan noch nicht, aber wir haben schon überlegt, gegen Abwehr braucht sowieso viel Geduld und Christine zählt mehr Rotation und ich muss eine Chance suchen zu schießen. Alles klar, da bin ich ja mal gespannt, ob ihr das besser macht als wir zwei gegen Abwehr. Gut, kommen wir zum Einzel. Du hast Mannschaft unglaublich gut begonnen, zwei Punkte gegen Rumänien und dann lief es nicht mehr so gut weiter. Was war los? Gestern Abend war gegen Abwehr. Momentan ich fühle mich selbst gegen Abwehr nicht so ganz gut. Und gestern die Abwehr greift auch ganz gut an. Und ich habe vorher nicht damit gerechnet, dass sie kann so gut angreifen und so schnell und auch Platzierung ganz gut. Und was war los gegen die Topspin-Spielerin Pavlovic und Tsujie? Die beide Pavlovic, ich habe immer gegen sie schwer gehabt, egal Bundesliga oder letztes Mal Polish Open habe ich auch gegen sie verloren. Und gegen Sujie, das war letzte Mannschaftsspiel und ich war auch ein bisschen müde und bis 5. Satz 1-1, dann plötzlich 1-4, da ich für mich, mein Kopf kann nichts mehr durchhalten und Sujie spielt auch immer weiter so gut und kann einfach Ballfehler, da muss ich noch mehr Mühe geben, aber so ist das. Gut. Dudu, ich habe gehört, du spielst kurze Noppen statt den halblangen Noppen. Stimmt das? Ja, aber jetzt spiele ich ein bisschen angenehme Noppen wie vorher. Vorher ein bisschen halblang und jetzt ein bisschen angenehmer. Für mich oder für meine Gegner. Deswegen brauche ich auch ein bisschen Zeit, weil das ganz anders Tempo kommt, Druck und Schnitt. Ich probiere mal nochmal. Mal gucken. Ist es schneller für dich mit den kurzen Noppen oder besser mit den kurzen Noppen zu schießen? Da gibt es immer Vorteile und Nachteile, weil das ist angenehmer für mich und schießt ein bisschen schneller, aber kommt auch schneller zurück. Denn ich muss meine Beine schneller bewegen und zurück. Und nicht das, bei Block, meine halblange Noppe ist ein bisschen mehr Unterschnitt. Und jetzt ist auch nicht so viel Unterschnitt, da ich muss immer vorbereiten für Ballwechsel. Ein bisschen mehr als vorher. Okay. Bundesliga, was sagst du eigentlich zu dem neuen Spielsystem? Ich meine, ihr habt eine sehr starke Nummer 1 mit Wang Yugu. Es wird schwer sein, euch zu schlagen. Ja, weil normalerweise, ich glaube, sie kann immer zwei Punkte holen und ich, Toti und Nico, wir zusammen versuchen, eine Punkte zu holen, ist leicht. Okay, ich wünsche dir viel Glück heute Abend fürs Doppel. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.